willkommen auf dem Bühnenkreis Mittelland zum Projekt der Long Long Farm zu Part 56. Wir werden jetzt hier weiter das Feld düngen, wo wir im Part 55 aufgehört hatten. Ich werde es jetzt erstmal so lange weitermachen hier jetzt, bis es anfängt zu regnen. Anders geht es leider erstmal gar nicht. Und auf jeden Fall macht mein Bruder mir jetzt ein Wasserzeichen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Er kann das nicht perfekt. Ich habe da nicht keine Ahnung, wie man sowas am besten macht. Er kann das. Er hat das Arbeitsprogramm dafür. Daher macht er mir das. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht, das Wasserzeichen. So. Auf jeden Fall haben wir mal den Himmel im Blick. Durch die Maschinen halt eben auch müssen wir ein bisschen den Himmel im Blick haben. Bei der Regen spielt man nicht gerade eine Schricht, echt einen Strich durch die Rechnung. Das macht der Ring echt. Aber was für wir machen. So, dann sind wir jetzt auf Feld 12 unterwegs.
Das haben wir auf Feld 11. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal hier die Felder düngen und das Problem ist dann halt eben auch, was wir haben, da wir ja erstmal die ganzen Felder umgegraben haben im letzten Part, haben wir jetzt natürlich keine Zeit mehr vor dem Regen die Felder anzusehen. Aber das macht mir ehrlich gesagt auch jetzt rein gar nichts, weil ich muss mir noch sowieso überlegen, wo ich was anpflanzen möchte auf die Feldern. Und dann fahren wir jetzt erstmal den Flüssigdünger leer. Den müssen wir dann natürlich dann wieder voll machen, beide Tanks, ist ja klar. So, ich bin mir natürlich auch überlegen, ob ich nicht wieder den ganzen Hofsilo leer machen soll. Dann beeilen wir uns jetzt hier mal.
das Wetter ist noch im Moment in Ordnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Felder so weit fertig machen, wie wir kommen. Was sagen denn die Tierchen? Da ist noch alles in Ordnung. So, jetzt haben wir auf Feld 9. Eine Zwiebel am Tag hält den Doktor im Schacht. Eine rohe Zwiebel am Morgen und der Doktor hält euch im Schacht.
Deswegen esse ich immer gerne, wenn ich erkältet bin, eine gekochte Zwiebel. Das geht so. Ihr schneidet die Zwiebel klein, packt die in der Tasse rein mit gekochtes Wasser aus dem Wasserkocher. Das reicht. Und ein bisschen Zucker drüber ins Glas so rein, dann umrühren, dann ziehen lassen, Zwiebeltee dann trinken, weil ich nenne das dann halt immer Zwiebeltee, weil ihr macht den ja so wie ein Tee. So, und jetzt schauen wir auf Feld 57. So, und dann fahren wir jetzt erstmal hier auf Feld 57 Dünger aus und danach nehmen wir die Flüssigdünger. Wir lassen Tempomat laufen.
auf jeden Fall, die wir jetzt hier auffällt. 57 unterwegs. Wo wir halt eben auch das meiste Geld mitmachen. Auf jeden Fall werden wir das jetzt hier erstmal fertig machen. Hoffentlich natürlich noch vor den Regen. Danach kümmern wir uns noch mal ein bisschen um die Tiere. Also das heißt jetzt hier oben bei die Schafen die Container tauschen, die Transportkisten halt einfach. Also wir machen jetzt erstmal den hinteren Tank leer und dann nehmen wir den vorderen Tank. Dann müssen wir zum Hof fahren. Dann nochmal komplett voll machen und dann fahren wir auf Feld 10.
auf jeden Fall wird dann nachher mal weiter Zelda gezockt mit Ocarina of Time auf den Nintendo 3DS. Weil wir wollen ja da auch mal weiterkommen. Da muss ich jetzt noch den Wassertempel machen, den Wüstentempel und den Schattentempel. Bei meinem Kapitel jetzt bei Ocarina of Time bei Zelda. Also dieses Jahr auch aus bei meinem Vater mit dem Account. Für die guten alten Zeiten habe ich meinem Vater auch mal einen Account teil gemacht, also ein Profil angelegt, also ein Speicherstand. Und auf jeden Fall muss ich das auch mal durchzocken. So. Wir fahren jetzt hier erstmal den Tank leer von den Dünger und danach nehmen wir die Flüssigdünger, machen das Feld fertig und fahren dann anschließend zurück zum Hof, werden dann die Maschine vollladen wieder mit Dünger und Flüssigdünger und dann fahren wir auf Feld 10. Weil Feld 10 ist das einzige Feld, weil ich noch nicht fertig habe. Dann und dann kümmern wir uns um die Tiere, weil anpflanzen können wir jetzt im Moment nichts durch den Regenguss, den wir ja erwarten im Spiel. Ihr wisst halt einfach nur nicht, wann der Regen genau eintreffen soll. Hier soll jetzt in den nächsten Stunden der Regen kommen und da werden wir mal abwarten.
Wie lange das dauert mit den Regen. Weil mehr als jetzt hier erstmal die Felder soweit schon mal vorzubereiten, kann ich auch nicht. Und beim Reben kann man ja auch nichts ansehen. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Natürlich fällt im Moment der Tempomat. Und auf jeden Fall werden wir mal schauen, was wir hier dann so ansehen, weil ich muss ja auch später wieder zur Arbeit marschieren. Deswegen habe ich dann genug Zeit, mir mal Gedanken darüber zu machen, was ich hier auf Feld 57 ansehen werde. Weil wir halt wirklich das meiste Geld mit rausschlagen mit Feld 57. Ich bin natürlich auch am Überlegen, Feld 8, 13 und 12 zu verkaufen. Und dafür Feld 61 kaufen. Die sind dann hier oben. Feld 61, Feld 60, 59 und 58 zu kaufen. Dafür 8, 13 und 12 verkaufen. Und eventuell auch noch 9. Aber da muss ich mal Gedanken drüber machen. Weil Feld 61 ist ja auch extrem groß. Und dann wird das schon eher so passen, weil ich habe dann alle Felder so dicht beieinander. Weil Feld 22 zähle ich jetzt nicht als Hauptfeld hinzu, weil Feld 22 ist halt einfach nur für Wiese, da ich da halt eben die Wiese schneiden kann, alles. Das muss ich auch noch machen, aber das wird wohl nichts beim Regen. Und die BGA, die wollte ich mir nicht auch noch gekauft haben. Die kostet mir 400.000, so schlappe 400 bis 500.000, wenn mich jetzt nicht alles täusche. Das Gelände der BGA. Und da müssen wir dann einfach mal schauen, wie wir das dann alles so hinkriegen. Weil ich wollte ja bei der Biogasanlage Mais in den Bunker packen. So, da muss ich dann auch noch mal Mais anpflanzen. Da muss ich mich noch auch noch mal erkundigen, wie das am besten geht. Und dann können wir das hier mal machen mit Mais.
Arbeitsbreite haben wir jetzt im Moment 21 Meter. Dann machen wir Tempomat wieder an. Und dann können wir weiterfahren. Auf jeden Fall werden wir mal gucken, wann der Regen einsetzt. Weil im Moment sieht das ja noch gut aus. Aber da müssen wir noch genau gucken, alles. Wie wir das hinkriegen. Sind wir auch beinahe auf Feld 57 fertig. Jetzt noch einmal hoch, einmal runter und dann nochmal hoch. So, und dann fahren wir zum Hof, machen die Maschine nochmal voll und dann fahren wir auf Feld 10. Und danach kümmern wir uns um die Tiere. Besonders um die Schafe müssen wir uns mal kümmern. Wir müssen da die Transportboxen mal austauschen. Bei die Schafe für die Wolle. Da bin ich auch schon am Überlegen, ob ich nicht hingehen soll, mir so einen Unterstand kaufen soll, wo ich dann wirklich die Kisten da reinstellen kann, dass sie halt eben nicht nass werden. Das können wir ja gleich mal kaufen, so einen Unterstand. Und dann werden wir mal schauen. Weil wäre doch schade, wenn die Schafwolle auch schon, wenn die schon verpackt sind, nass werden. Und bin natürlich auch mal am Überlegen, wenn ich das Geld zusammen habe, dass ich auch mal Baumwolle anpflanze. Weil da habe ich ja auch einen schönen John Deere dafür, für die Arbeit. Und den möchte ich dann auch mal gerne mal ausprobieren, den John Deere. Aber der kostet alleine
für die Baumwolltechnik kostet der mich schon alleine knappe 1 Million Euro. Das ist nämlich der CP690 aus dem John Deere Pack. Da kostet knapp 850.000. Anstatt da jetzt dann so wie jetzt bei der anderen Erntemaschine vom Baumwolle Vierecke rauskommen, kommen da Kreise raus und die kann man auch noch einspindeln, also in extra Folien. Das geht nicht bei denen auch. Deswegen hatte ich mir damals mal das John Deere Pack geholt für 5 Euro. Und die wollte ich dann auch mal gerne mal ausprobiert haben. Müssen wir mal gucken. Aber wenn ich dann den kaufen würde, dann würde ich nicht auf Feld 57 Baumwolle anpflanzen. Weil hier lohnt sich das dann halt einfach. Dann fahren wir jetzt nochmal hoch, klappen dann, wenn wir hier fertig sind, auf Feld 57 die Maschine zu. Und dann fahren wir zum Hof, machen die Maschine voll. Und dann passt das schon alles. Was sagt denn heute eigentlich das Wetter? Oh, passt. Sind wir jetzt hier auf dem Feld 57 fertig? Klappen jetzt die Maschine zu. Und dann schnell zum Hof, bevor es anfängt zu regnen. Aber wir müssen auf Feld 10 fahren. Hier haben wir eine kleine Abkürzung über unser Feld 9.
auffällt. 10. Weil Feld 10 müssen wir noch schaffen. Kommen wir nicht umrum. Und dann können wir hier weitermachen auf Feld 10. Weil, wie gesagt, die Arbeit müssen wir halt eben fertig machen. Weil wir halt eben keine Zeit mehr hatten jetzt, um Saatgut auszubringen. Das müssen wir am nächsten Tag machen, wenn es dann keinen Regen gibt. Oder nach dem Regen halt müssen wir Saatgut ausbringen. Weil wir müssen ja gucken, wo wir was anpflanzen können. Baumwolle kann ich noch nicht anpflanzen. Ist eigentlich schade. Aber dazu fehlen uns einfach die Maschinen. Die Technik für Anpflanzen habe ich ja. Es fehlen aber uns die Erntemaschine und den Anhänger. Dass wir halt einfach die transportieren können. Die Sachen. Aber auch schon ganz schön wackelig hier. Nicht, dass man seekrank wird. Oh, hier Tempomat an. Dann müssen wir mal schauen, wie es aussieht dann bei die Schafen halt einfach. Wegen Unterstand für die Kisten müssen wir noch gucken. Dann die Kisten selber, die voll sind, austauschen für die leeren. Dass die Wolle halt eben weiter in die Kisten reinfallen. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen, alles. Dazu nehmen wir aber gleich den kleinen John Deere, den 6250R. Der passt für diese Arbeit wunderbar, um da hochzufahren. Dann passt das schon.
Aber sieht so aus, ob wir das doch vor dem Regen hinkriegen, alles. Wir können ja mal gucken, wegen so einer Halle. Welche Halle dafür am passend ist. Nee, die nicht, aber die wäre das. Für 12.500. Die wäre schon optimal für die. Für die Schafwolle passt das wunderbar. Muss man ganz ehrlich zugeben. Da bauen wir die dann gleich dorthin. Und da können wir auch noch mal gucken wegen paar Solarzellen. Da will ich dann auch noch mal in einer Stunde so an die 800 € machen. Die Solarzellen. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir das jetzt Gott sei Dank auch noch vor dem Regen geschafft. Mit der Feldarbeit. Mit der Vorbereitung. Okay. Da muss ich gucken, wie ich da reinfahre, weil ich da Sachen verkaufen wollte. Müssen wir gucken, wie ich da reinfahre. Mit den großen Anhänger wird schwierig. Dann sind wir fertig, fahren jetzt zum Hof zurück. Und dann fahren wir jetzt erstmal zurück zum Hof. Und dann werden Sachen gebaut auf Hof 4. Aber da fahre ich erstmal mit dem kleinen John Deere hin. So, die können wir direkt in den
Schuppen reinfahren, die Maschine, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, das müsste jetzt optimal passen. Hier kann der Motor aus. Tor zu. Wir werden dann noch mal eben hier Sachen verkaufen. So, müssen wir mal gucken, was wir da am besten verkaufen. Raps oder Mais? Ach komm, nehmen wir Mais. Davon haben wir ja noch genug. Vom Mais haben wir ja genug. Ich hätte jetzt auch gut Raps nehmen können, er hätte mir auch eine komplette Ladung gehabt. Aber das passt schon. So, wo kriege ich denn das meiste für Mais? Auch in der Nähe von Hof 4. Das passt ja. Dann brauchen wir da hinten in der Enge da nicht durchfahren. Aber es geht ja jetzt erstmal darum, dass wir damit auch noch mal ein bisschen Geld machen. Ja, ich hätte jetzt den großen John Deere nehmen sollen. Der hat mehr Zugkraft für die Arbeit. Hier ist immer noch Zuckerrohr. Das soll mir aber ehrlich gesagt egal sein, weil ich bin nicht der Feldbesitzer vom Feld 27. So, fahren geradeaus rein. Machen wir mal hier Rundumleuchten an. Okay. Ich kann ja die Rundumleuchten wieder aus. Hat ja wunderbar gepasst. Mal gucken, was wir jetzt insgesamt da rauskriegen.
das war jetzt echt nicht viel gewesen. Da kriege ich mit Raps mehr raus. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich mit Raps mehr raus. Was willst du denn? Du hast doch genug Platz, du Hund. Der hätte doch da jetzt genug Platz gehabt, um rumzufahren. Fahren wir jetzt zum Hof 4. Sie wäre auch schon dort. Stellen wir den mal eben hier. Müssen natürlich noch Motor ausmachen. So, ich hatte ja gesagt gehabt, dass wir den hier hinten nehmen. Kann man hier Licht anmachen? Sieht so aus. Weil die Glühbirne ist ja drin. Gucken wir uns hier mal. Ja, passt alles. Sauberkeit, ja. Okay. Bei Schweinchen hier können wir auch mal langsam mal wieder ein paar Stück verkaufen. Auf jeden Fall brauchen die Schweinefutter. So, Schweinefutter brauchen die. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten jetzt hinkriegen. Auf jeden Fall werden wir jetzt zurück zum Hof fahren. Also was können wir dann am besten jetzt hier verkaufen?
Müssen wir mal gucken. Sonnenblumen habe ich nicht. Aber Raps. Ja, dann verkaufen wir noch mal eine Ladung Raps. Werden wir dann jetzt noch mal verkaufen. Wir können jetzt hier einmal kurz tanken oder auf dem Hof tanken. Aber ich denke mal, wir fahren auf dem Hof. Da ist es, glaube ich, etwas billiger. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch Raps verkaufen. Die Tiere sind ja noch etwas versorgt. Schweine brauchen natürlich Futter. So mehr Schweine wie ich bekomme, so mehr Futter brauchen die natürlich auch. Aber das Gute ist ja, wir können die Schweine auch beim Viehhändler verkaufen. Da ist das einzigste Gute daran. Wir müssen die nicht zum Schlachter bringen. Weil wir haben keinen Schlachter. Machen wir den voll mit Raps. Er dauert aber auch immer e eine Ewigkeit, bis der voll ist. Jetzt wird es natürlich nur ein bisschen kompliziert, um die Kurven da zu fahren. Da muss ich jetzt aufpassen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da brauche ich aber echt die Mega-Zucht drauf. Bis er losfährt. Wir fahren lieber mit Tempo 33, passt schon mit Tempomat. Passt das schon? Mal gucken, ob wir jetzt da mit den Anhänger durchpassen überhaupt, durch die enge Straßen. Weil wir müssen gleich sowieso Tempomat anpassen auf Tempo 30. Wir fahren aber mal lieber. Dreiundzwanzig Stundenkilometer passt.
Jetzt hier die nächste links. Ich sag ja, hier ist es extrem eng. Aber das hätte man auch anders lösen können hier, sei ganz ehrlich. Ja, 110.000, da passt auch. Und dann fahren wir jetzt zurück zum Hof. Holen uns dann beim Yohopai noch einen zweiten Anhänger. Eins, zwei, drei, den vierten Anhänger. Ich habe vier Stück jetzt dann, wenn ich jetzt noch einen hole. Aber wird dann sowieso nur ein kleiner Anhänger sein, den ich brauche. Und dann kommt da halt eben in den Anhänger Schweinefutter rein. Lass mal schauen. Also. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir überhaupt für einen Anhänger wir nehmen. Weil hier können wir erstmal nichts hinstellen. Ganz ehrlich, wir müssen mal den Hof sauber machen. Ich habe überall was stehen, ganz ehrlich. Das geht ja aber gar nicht. So, und dann holen wir uns erstmal einen Anhänger. Was für einen Anhänger könnten wir denn nehmen? Ja, der passt. Ist ja nur für Schweinefutter gedacht. Für anderes ist er ja gar nicht.
Also. Wir werden auch gleich mal den Hof aufräumen. Das muss ich unbedingt tun, den Hof aufräumen. Aber wir müssen uns erstmal um die Tiere kümmern. Auf jeden Fall sind wir gleich wieder am Hof 4 angekommen. Fahren wir hier rein. Und dann tun wir schon mal die Schweinchen füttern. So. Und dann sage ich mal bis später.